Ist OnlyFans nun der nächste große Hype oder doch eine ernstzunehmende Geschäftsmöglichkeit? Das werde ich immer wieder gefragt und in diesem Video erkläre ich dir, warum ich fest davon überzeugt bin, dass das ein langfristiges Business sein kann. Und damit herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Max Bohrer, Gründer von Dux Agency. Gemeinsam mit meinem Geschäftspartner Ala Daniel und unserem fünfköpfigen Team haben wir innerhalb des letzten halben Jahres über 10 Models geholfen, ihren Account zum Wachsen und zum Skalieren zu bringen. Was wir auch machen, ist, wir zeigen dir, wenn du eine eigene Agentur aufbauen möchtest, wie das geht und wie du damit innerhalb von 3 Monaten auf über 10.000 im Monat kommst. Lass uns direkt anfangen mit ein paar Fakten zum Thema OnlyFans. OnlyFans hat aktuell über 180 Millionen User. Und was man hier sieht, die Zahlen gehen nach oben. Man kann es Monat für Monat nachsehen. Du kannst es einfach googeln. Die Zahlen gehen nach oben. OnlyFans hat im vergangenen Jahr einen Umsatz von über 4,8 Milliarden Dollar gemacht. Und das auch über die Corona-Pandemie. Während der Corona-Pandemie hat man gesehen, dass der Umsatz von OnlyFans oder von einem Webcam-Business sich teilweise verdoppelt hat. Verdreifacht hat, vervierfacht hat. Das konnte man genauso in der Realität bei OnlyFans sehen und kann auch jeder nachverfolgen. Das bedeutet, aus einer geschäftlichen Perspektive sieht man, dass es ein Markt ist, wo ein Haufen Nachfrage besteht. Warum das so ist, dazu komme ich gleich. Des Weiteren existiert OnlyFans bereits seit 2016, das bedeutet jetzt über 5 Jahren und ist aktuell nicht mehr wegzudenken. Man sieht ja auch immer mehr, dass große Celebrities wie zum Beispiel Cardi B, wie zum Beispiel unterschiedliche UFC-Fighter einen OnlyFans-Link in ihrer Instagram-Bio haben. Vor ein paar Jahren wurde es noch belächelt und mittlerweile erkennen immer mehr Leute, wie ernstzunehmend und relevant diese Thematik ist. Und aus einer persönlichen Sicht, warum ich glaube, dass OnlyFans nicht mehr wegzudenken ist und warum es so gut funktioniert, ist wie folgt. Was wir aktuell sehen über die letzten Jahre aufgrund der Digitalisierung ist, dass jeder online ist. Jeder zeigt auf Instagram, was er hat. Wir haben eine immer größere Spaltung zwischen Arm und Reich. Wir haben ca. 10% der Männer, vielleicht auch 20%, die ihr geiles Leben zeigen. Die zeigen, wie sie am Rumreisen sind, die flexen, die zeigen, dass sie Kohle haben, dass sie eine gute Zeit haben. Und wir haben 80% der Leute, die ein Average Life leben. Viele Frauen wollen dann natürlich die Leute, die dieses geile Leben auf Instagram haben. Die wollen dann Leute aus der NBA. Früher war es ja zum Beispiel so, wenn du eine Frau hattest, die hatte die Leute in ihrem Dorf gekannt. Die hatte ihre Leute aus dem Dorf gekannt und es war vielleicht eine begehrenswerte Frau in ihrem Dorf. Jetzt ist es so, dass wenn eine Frau oder ein Mann auf Instagram ist, dann hat er nicht nur die Leute auf seinem Dorf um sich, sondern er ist quasi im Wettbewerb mit der gesamten Welt, weil jeder online ist, weil jeder auf Instagram zeigen kann, das habe ich erreicht, das bin ich. Und das bedeutet für uns, dass wir einen Haufen Leute haben, die keinen sexuellen Zugang haben, die keinen intimen Zugang zum Beispiel Frauen haben. Ein Haufen Männer, eine Studie zum Beispiel aus der USA hat besagt, dass ein Mann zwischen 20 und 30, der Durchschnittsbürger in der USA, dass 30% dieser Männer seit über einem Jahr keinen Sex mehr hatten. Diese Leute wollen natürlich auch ihre Grundbedürfnisse ausleben. Das kann auf der einen Seite einfach eine emotionale Beziehung sein oder kann auch was Sexuelles sein. Diese wollen sie ja trotzdem ausleben. Das Bedürfnis ist ja trotzdem da. Und deswegen hat man auch gesehen, wie über Corona, wo jeder zu Hause war, wo bei jedem das Geld knapp war, trotzdem so Märkte wie OnlyFans oder Webcam gewachsen sind, weil die Leute nach wie vor trotzdem diese Beziehung zu den Models haben wollen. Zu jemand, wo sie das Gefühl haben, da kümmert sich jemand um mich. Ich bin dem wichtig. Ob man das jetzt moralisch sagt, das ist Gutes anzubieten oder nicht, darüber kann man sich absolut streiten. Was wir aus einer geschäftlichen Perspektive sehen, ist, dass diese Schere zwischen Arm und Reich, zwischen erfolgreich mit Frauen oder eben nicht, dass diese immer weiter auseinandergeht. Und dadurch, dass alles digitaler wird, ist es auch nicht mehr wegzudenken, dass es immer weiter auseinandergeht. Das bedeutet, dass wir immer mehr Leute haben, die am Rumreisen sind, die auf Social Media zeigen, was sie haben, die all den Zugang haben auf einer intimen oder auf einer sexuellen Ebene. Und wir haben auch 80-90% der Bevölkerung, die das eben nicht haben. Und das sind dann im Endeffekt die Leute, die quasi auf OnlyFans abonnieren und dort Kunde sind. Das bedeutet, wenn man das global sieht, wenn man das geschäftlich sieht, sieht man, dass es ein Markt, der nicht mehr wegzudenken ist. Des Weiteren lebt ja OnlyFans auch davon, dass der Kunde zum Model eine Beziehung hat. Und um die Aufmerksamkeit des Models zu bekommen, zahlt er Geld. Dann bekommt er die Aufmerksamkeit vom Model. Das bedeutet, das sind Leute, die eine langfristige Beziehung zum Model selber aufbauen wollen. Das ist nichts, was mal kurz ist. Die Leute haben eine virtuelle Beziehung. Die haben das Gefühl, sie kennen diese Person. Das ist so, wie wenn man einen Film schaut.
Wenn man sich zum Beispiel immer Harry Potter anschaut, irgendwann hat man das Gefühl, ich kenne Harry Potter oder ich kenne Hermine Granger, weil man sie so oft in den Filmen gesehen hat. Und diese Leute, die Kunde auf OnlyFans sind, die eine langfristige Beziehung aufbauen mit dem Model, die geben einen Haufen Geld aus, die bauen eine wirkliche Beziehung zum Model auf und das werden sie nicht einfach von heute auf morgen wegmachen, weil sonst haben sie keinen Zugang zu Intimität. Deswegen bin ich davon überzeugt, dass dieser Markt nur noch größer wird und dass es eine absolute langfristige und ernstzunehmende Geschäftsmöglichkeit ist. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn du als Model interessiert bist an einer geilen Agentur, wenn du selber die Möglichkeit nutzen möchtest und dir hier ein Agenturbusiness aufbauen möchtest, dann klick auf den Link unter dem Video und dann freue ich mich, von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.